Ja, große Aufregung um Novak Djokovic. Zunächst mal muss man sagen, er ist einer, der am häufigsten dieses Turnier, die Australian Open, gewonnen hat. Ich glaube, 9-mal in Folge hat er es gewonnen. Und er ist natürlich einer der Top-Profis, die es zurzeit gibt auf dem Tennis-Court, oder? Das ist er, aber dennoch muss man sagen, haben diese Australian Open schon jetzt einen schweren, schweren Verlauf. Und das liegt daran, dass Novak Djokovic jetzt nach einem Hin und Her, nach einem richtigen Tennismatch abseits des Platzes, eher in den Gerichtssälen Australiens, hier schlussendlich, Stand jetzt, kann sich wieder in ein paar Stunden ändern, doch nicht teilnehmen wird dürfen. Jetzt für Sie zu Hause, falls Sie die letzten Tage jetzt nicht so mitverfolgen konnten, wie kann es eigentlich zu dem Ganzen gekommen sein? Und vielleicht rollen wir das nochmal gemeinsam jetzt mit David Hermann Meng nochmal kurz auf. Also zunächst mal ist er überhaupt einmal eingereist nach Australien. Da ist er schon einmal als Ungeimpfter, muss man sagen. Da ist ja schon mal die große Frage, wie es dazu kommen hat können. Ja, da hat man ihn einreisen lassen. Er hat allerdings auch damals nicht gesagt, dass er die Erkrankung auch hatte, dass er positiv war. Dann gab es die Vorwürfe, dass er überhaupt zu spät erst hier seine Einreisepapiere vorgelegt hat, dass er auch die Frist versäumt hat. Dann gab es ja dieses Hin und Her, dass er am Tag, an dem der Corona-Test positiv war, sich auch mit Kindern getroffen hat, einen Tag später nämlich, und an dem Tag, an dem das war bei einer Briefmarkenpräsentation. Gibt es ganz, ganz viele Vorwürfe, die hier natürlich im Raum stehen. Er soll auch zu Beginn des Jahres in Spanien gewesen sein, in Marbella hat er Haus. Das heißt, er droht unter Umständen noch Ungemach, auch noch in Spanien. Es ist rechtlich halt alles sehr, sehr komplex. Es ist ein Hin und Her. Man hat ihm anfangs das nicht gestattet. Wir kennen das. Er war in diesem berühmten Isolationshotel. Das ist jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ball dort. Also das war nicht gerade besonders schön. Und dann hat er aber Berufung dagegen eingelegt. Dem wurde stattgegeben, wie wir wissen. Er hat dann am Platz auch trainiert. Gestern war die Auslosung und heute ist wieder alles anders. Hier auf jeden Fall mal drei Länder, die jetzt rechtliche Schritte gegen Novak Djokovic vornehmen werden, nämlich die drei Länder, wo er eben als Ungeimpfter jetzt eben eingereist ist. Zum einen Serbien natürlich, dann Spanien, wo er trainiert hat, und Australien natürlich jetzt eben auch. Also ein falsches Kreuzchen bei der Einreise sozusagen, um den Prozess jetzt, der hier im Gange ist, einzuleiten. Er hat hier die falschen Angaben gemacht. Das ist der Vorwurf. Der lautet, dass er das eben nicht korrekt ausgefüllt hat. Und das könnte schlussendlich dann noch dafür verantwortlich sein, dass er nicht antreten darf. Djokovic hat das aber auch im Vorfeld bekannt. Das muss man zu seiner Ehrenrettung sagen. Er hat allerdings gesagt, der Agent hätte das irgendwie falsch ausgefüllt. Und wir sind schon gespannt. Es gibt ja bis dato noch keine Stellungnahme. Er hat auf Instagram etwas gepostet. Das ist alles nicht mehr aktuell mittlerweile. Hier sehen wir noch Trainingsbilder. Er ist ja auf dem Platz gestanden, als wäre nichts gewesen. Man muss trotz allem dazu sagen, es ist irgendwie eine wirklich sehr, sehr seltsame Situation, weil normalerweise musst du als Sportler oder als Reisender gleich wissen, ich darf da einreisen, ja oder nein. Dass sich das jetzt schon fast eine Woche hinzieht, spricht zum einen nicht für die Australian Open als Veranstaltung, aber zeigt auch dieses Chaos auf, das momentan mit Corona regiert, dass man hier überhaupt nicht in der Lage ist, wirklich klare Regelungen festzusetzen, sonst dürfte so etwas ganz einfach nicht passieren. Und der große Verlierer ist einmal mehr weniger der Novak Djokovic, sondern der Sport im Speziellen, der dadurch völlig in den Hintergrund geraten ist, weil niemand redet über einen Rafael Nadal, niemand redet über einen Medvedev, niemand redet über einen Zverev, die hier aufgeigen werden, sondern alle spricht eigentlich von ihm. Und da es eine tschechische Tennisspielerin gab, die ebenfalls Probleme mit dem Visum bekam und nicht einreisen durfte, das war lediglich eine Randnotiz. Du hast es gerade angesprochen, dass es sich ja wirklich hier bei Novak Djokovic in die Länge zieht. Jetzt sprechen wir ganz kurz in diesem ganzen Sportkrimi über die Person, die jetzt so lange Novak Djokovic und auch seine Frau zappeln hat lassen. Genau, das ist ein interessanter Mann. Wir haben jetzt dann, glaube ich, den Text, der diese Entscheidungsgrundlage rechtlich sozusagen verbrieft hat. Alex Hawk nämlich, das ist der Integrationsminister, der hat heute in einem langen Schreiben, hier sehen wir es auch eingeblendet, dargelegt, worum es geht. Er beruft sich hier auf den Artikel 133 des Migrationsgesetzes. Das ist die Befugnis, und er sagt, gemäß dieses Abschnitts
hat er Herrn Novak Djokovic aus Gründen der Gesundheit und der Ordnung hier die Teilnahme sozusagen und den Aufenthalt in Australien annulliert, da dies im öffentlichen Interesse lag. Das heißt, man kann im rechtlichen Sinn sagen, es ist eine Interessensabwägung und er wird, so sagt Hawk weiter, bei dieser Entscheidung hat er Informationen, die vom Innenministerium, der Australian Border Force und Herrn Djokovic auch zur Verfügung gestellt wurden.